willkommen zurück auf meinem Kanal und heute sind wir in Deutschland für den Bundesliga-Start zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart. Wie ihr seht, sind wir schon in Freiburg angekommen. Noch über 4 Stunden, bis das Spiel beginnt. Wir haben also mehr als genug Zeit, noch einen kleinen Spaziergang hier zu machen. Es gibt nur noch ein kleines Problem und zwar habe ich kein Ticket. Ich habe es online versucht, aber keine Chance. Vor allem, wenn man nicht Mitglied ist für dieses Spiel, muss man gar nicht versuchen. Es ist sofort ausverkauft. Also ja, aber das hat mich nicht gestoppt, hier trotzdem hinzukommen, um mal zu schauen. Wahrscheinlich finden wir ja noch ein Ticket vor dem Stadion. Ich habe bis jetzt immer Tickets vor dem Stadion gefunden, auch für die craziesten Spiele, die schon Ewigkeiten vorher ausverkauft waren. Und ich habe eigentlich in Deutschland immer eine gute Erfahrung mit Tickets außerhalb vom Stadion gemacht. Meistens verkaufen sie sogar den gleichen Preis wie im Internet. Die Deutschen sind eigentlich sehr ehrlich, was das anbelangt. Und ja, hoffentlich, dass es heute auch so ist. Hoffentlich, dass wir noch ein Ticket finden. Jedenfalls gehen wir jetzt noch ein bisschen in die Altstadt spazieren. Da war ich ja schon mal beim letzten Vlog hier in Freiburg, als der SC den fantastischen Sieg in der Europa League gegen den RC Lenz geholt hat. Und wenn die heute wieder so spielen wie dazumals, dann wird es heute wirklich eine schwierige Aufgabe für Stuttgart. By the way, das ist mir letztes Mal auch nicht aufgefallen. Einfach hier in der Altstadt fließt irgendwie so ein kleiner Fluss durch. Ich weiß nicht. Und hier an der Stange natürlich alles voll mit Stickers von den Ultras von Freiburg. Ich bin ja schon gespannt, wie sich die Heimmannschaft heute präsentieren wird. Die sind nicht zu unterschätzen. Die haben ja letzte Saison, glaube ich, 10. abgeschlossen. Was nicht so schlecht ist, aber schlechter wie vorletzte Saison, als sie ja in der Europa League waren. Und ja, ich denke, die werden auch diese Saison wieder das Ziel haben, europäisch mitzuspielen. Sie sind, glaube ich, ziemlich heimstark auch. Aber der Gegner, der VfB Stuttgart, der ist absolut nicht zu unterschätzen. Letzte Saison sind die Zweiter geworden, noch vor Bayern München. Also die werden diese Saison garantiert sehr hohe Ziele haben. Oi, 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 was für ein Ausblick schon wieder. Stuttgart wird auch schon verhältnismäßig kleinere Städte hier zu bieten haben. Und das ist etwas, was ich sehr schätze an Europa. Jedenfalls zurück zum Spiel, was ich eigentlich noch sagen wollte über Stuttgart ist, die werden garantiert hohe Ziele haben diese Saison. Wahrscheinlich sogar um den Meistertitel mitzuspielen, wer weiß. Wir werden heute sehen, wie sie in Form sind. Ich denke, wenn sie wirklich das Ziel haben, um den Meistertitel mitzuspielen, dann muss heute ein Sieg gegen Freiburg her. Ja, wird sicher spannend, aber eben, ich mache mir normal noch nicht so Gedanken. Zuerst mal das erste Problem lösen, ein Ticket zu kriegen. Das wird schon genug schwierig. Alter, hey, die Zeit vergeht ja wie im Flug. Ich würde sagen, da ich ja noch ein Ticket kriegen muss, gehen wir langsam Richtung Stadion. Aber ich habe sehr Hunger, also zuerst mal noch etwas zu essen finden. Das wäre auch noch geil. Schnell etwas essen und dann ab Richtung Stadion. Oha, schau mal, was ich hier gefunden habe auf dem Weg. Ein Vapiano. Das ist jetzt gerade etwas, was ich Lust habe, schnell hier zu essen zu gehen. Hoffentlich hat er nicht die gleichen Preise wie in der Schweiz. Es war tatsächlich ein bisschen günstiger in der Schweiz, aber überhaupt nicht viel. Das ist jetzt mein Mittag. Das werde ich jetzt sehr genussvoll reinballern und dann sehen wir uns nachher auf dem Weg zum Stadion. Ich bin genährt, dann würde ich jetzt mal sagen, auf geht's. Jetzt müssen wir da einen Tram nehmen. Wo sind wir da? Am Fahnenbergplatz. Mal sehen hier auf der Karte. Also wir sind hier, gerade hier beim 5er. Dann nehmen wir eine Station bis Stadttheater und dann mit der Nummer 4 Richtung Europaparkstadion. Und wir haben es geschafft, wir sind hier beim Stadion und ich sage euch einfach, diese Hitze, das ist unglaublich. Vorhin in der Straßenbahn, das war nicht mehr normal, wie in der Sauna. Aber egal, wir haben eine Mission zu erfüllen, wir müssen ein Ticket kriegen. Das hat jetzt Priorität, das ist egal. Wir sind zurück mit einem großen Cut und zwar im Stadion, wie ihr seht. Wir haben es geschafft. Es war ziemlich einfach. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie schnell das hier in Deutschland geht. Du gehst einfach hin, findest irgendjemand, der gibt dir das Ticket für den Originalpreis, in meinem Fall jetzt 50 Euro für gute Plätze. Ja, so ist einfach geil. Keine Abzocke, alles fair, alles toll. Jedenfalls, ich freue mich sehr auf das Spiel. Wie gesagt, Bundesliga-Start, Baden-Württemberg-Derby dazu. Sollte eine richtig geile Atmosphäre auf der Tribüne geben. Eine Choreo wird es auch geben, habe ich schon gesehen. Die Freiburger haben etwas vorbereitet und auch im Gästeblock bin ich mir sicher, das wird irgendetwas geben, irgendeine Aktion oder so. Aber eben, das werden wir gleich alles sehen. Genießt die Stimmung,
Noch einmal die Bitte, wie ich es vor jedem Spiel mache. Wenn euch dieser Content gefällt, abonniert den Kanal. Es würde mich wirklich sehr freuen. Für all den Aufwand hier, ohne Ticket nach Freiburg zu kommen, irgendwie ins Stadion zu finden. Und ja, mach mir einfach die Freude. Bitte abonniert den Kanal. Ich werde sicher oft noch auf Deutschland kommen. Und auch andere Länder, natürlich viel Schweizer Content. Und wenn ihr meinen Insta auch folgen wollt, ein Link ist in der Beschreibung unten. Hier könnt ihr mir auch ein Follow geben, wenn ihr wollt. Und ja, jetzt genießt die Stimmung. Wir sehen uns bei Spielbeginn. Hier noch, dass ihr es auch seht. Wie gesagt schon, eine Choreo wird heute geplant von den Freiburgern. Und schaut euch das einfach mal an. 2300 investierte Arbeitsstunden und einen fünfstelligen Betrag für Choreomaterial. Also das ist wirklich unglaublich. Respekt an diese Gruppen, egal von welchem Verein du Fan bist, ob klein oder groß. Wenn du diesen Aufwand betreibst für deinen Verein, dann bist du einfach ein geiler Sieg. Sehr geil. Respekt, meinen vollsten Respekt an alle Ultras auf der Welt. Und ja, spendet für Choreos und jetzt genießt die Stimmung. Die Choreo wird langsam rausgefahren. Sieht schon richtig geil aus. Wow, noch mit den Fahnen im Hintergrund. Und es ist soweit, die Spieler kommen aufs Spielfeld. Zu dieser überragenden Kulisse. Und natürlich sind auch einige Gäste aus Stuttgart hier. Der Gästeblock ist natürlich ausverkauft. Wie sie parat sind. Das Spiel ist schon angepfiffen. Erster Angriff von Stuttgart. Erste Ecke. Die Ecke kurz ausgetreten. Oh, schon gefährlich im Strafraum. Oh, 1:0 in der zweiten Minute, das glaube ich ja nicht. Der Gästeblock komplett am Eskalieren. Enttäuschend für die Heimmannschaft, zu früh in Rückstand zu geraten. Aber jetzt werden wir sehen, wie die Reaktion ausfällt. Jetzt müssen sie zeigen, was sie drauf haben. Der Gästeblock mit einer kleinen Message. Le foot, c'est le weekend. In Französisch, der Fußball ist für das Wochenende. Weiß nicht, wieso die das in Französisch hier schreiben, aber recht haben sie auch. Vielleicht denke ich mal die Heimmannschaft in einem Angriff. Was macht der? Schießt, aber gut geblockt. Von der Lautstärke her, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht gezündet haben am Start, weil ja, es ist schon ein Derby und Bundesliga-Start, ich hätte schon ein bisschen mehr erwartet in diesem Aspekt, aber ich weiß nicht, in Freiburg wird halt selten gezündet, auch im Gästeblock. Jetzt vielleicht mal Freiburg wieder! Alles wieder offen.
spannendes Spiel hier. Und jetzt sind auch die Freiburg-Fans richtig laut drauf. Kompletter Spielwechsel jetzt. Freiburg wieder im Angriff. Was ist das? 2:1? Nein! Ist es nicht? Ich glaub's schon nicht. Hey, was ist hier los? Halbzeit 1:1, ich würde sagen, faires Resultat. Am Anfang war der VfB ganz klar besser, aber dann hat sich das Spiel komplett gewendet und Freiburg hat verdient den Ausgleich erzielt. Also alles offen für die zweite Halbzeit, hoffen wir, dass es spannend bleibt. Und ich werde jetzt noch schauen, ob ich einen Platz ein bisschen näher bei den Freiburg-Fans finde, dass wir die auch noch ein bisschen aufnehmen können. Und dann hoffe ich, genieße die zweite Halbzeit. Wir sehen uns. Freiburg mit gutem Start in die zweite Halbzeit, jetzt mit der Chance vielleicht. Oh! Es wird aber gleich wieder gefährlich auf der anderen Seite. Stuttgart mit einer Standardsituation kurz getreten. Der Ball kommt rein, aber ungefährlich, ungefährlich. Freiburg gerade wieder mit dem nächsten Angriff. Guter Pass, oh, passt das 3:1. Die spielen ja richtig klasse Fußball jetzt gerade. Und es geht weiter mit Riesenchancen für Freiburg. Hey, ich glaub's dir gar nicht. Eine Chance nach der anderen. Wow, was für eine Stimmung hier jetzt. Ich fühle dieses Lied echt, der Freiburger. Die Stimme der Kurve, geil. Entscheidung für den SC Freiburg! Ja, was für ein Spiel, was für ein Resultat für den SC Freiburg. 3:1, wenn die das so über die Zeit bringen, dann wird es ihnen einen riesen Selbstvertrauensboost geben. Und ja, wenn die so weitermachen die ganze Saison, dann ist Europa definitiv wieder drin. Es gibt noch eine kleine Trinkpause. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie die Spieler das aushalten. Diese Hitze momentan ist unglaublich. Es ist einfach so heiß, es ist nicht mehr normal. Ich bin schon da auf der Tribüne auch was machen, aber stell dir vor, wie es für die auf dem Feld ist. Der letzte offene Schimmer der Gäste. Wir sind schon tief in der Nachspielzeit. Aber sehr schwach getreten. Sehr schwach. Bist du zufrieden mit dem Resultat? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich habe gehofft, dass das so wird. Allerdings setzt sich Stuttgart sehr stark ein. Haben auch gut begonnen. Aber der SC hat total zurückgekämpft. Und zwar unter dem Motto: gemeinsam alle. Und das Spiel ist aus! Ja, das war's. 3:1 Endresultat. Was für ein Sieg für den SC Freiburg. Eine riesen Überraschung, ich kann es nur noch einmal sagen. Herzlichen Glückwunsch an alle Fans hier. Eine riesen Freude für die natürlich. Und das wird ihnen natürlich sehr viel Selbstvertrauen geben für den Rest der Saison. Und ich hoffe natürlich auch,
dass sie es wieder schaffen, nach Europa zu kommen. Ist natürlich auch für mich geil, wenn es hier noch ein Team in der Nähe der Schweiz gibt, das europäisch mitspielen wird. Aber eben, die Saison ist noch lange, wir werden sehen, was passiert. Jedenfalls, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn es so war, gebt ein Like, abonniert den Kanal und jetzt genießt einfach noch dieses Spiel.